Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir fahren gerade mit der Gondel von Söll rauf zum Hexenwasser. Wetter ist traumhaft, nochmal so ein richtig goldener Herbsttag. Und diesmal schauen wir, was es für unsere Kleinen so zum Entdecken gibt. Wo fahren wir hin? Das ist Spudland. Ja, und wo sind wir? An die Gondel. Wir fahren rauf und dann schauen wir, was es alles gibt. Da ist so eine große Hexenwelt und da sollte es einige Spielplätze geben. Und ganz oben auf der Hohen Salve, da ist auch ein Riese. Oh, klaust du mein Mikrofonbuschel? Geht ja schon gut los. Jetzt haben wir noch bessere Aussicht. Der Kleine hat gerade schon gemeint, oh, jetzt sind wir aber ganz oben. Aber wir fahren nachher sogar noch ein bisschen weiter rauf. Und was ich so im Kopf habe, ist das für die Kleinen hier ein echtes Paradies. Und hier seht ihr, da kommt schon eine Gondel mit Besen runtergefahren. Schau mal, Spatz, da ist ein Besen an der Gondel dran. Jetzt hat er sich erstmal über die Kühe gefreut. Die Mittelstation haben wir jetzt gleich erreicht. Und hier sind wirklich immer Schauspieler als Hexen verkleidet. Und hier hinten, seht ihr das? Da raucht es gerade. Da wird irgendwas gemacht. Hier in Söll ist wirklich immer was geboten. Und jetzt hoffe ich, es ist ja wirklich schon Ende der Saison, dass der Kleine noch ein bisschen was mitbekommen kann. Ich hatte das ganz lange auf dem Schirm und habe es aber irgendwie nie gemacht. Aber ich sehe da schon eine Hexe rumtanzen. Sollen wir uns das dann noch genauer anschauen? Oder ja oder nein? Mama, guck mal! Schau mal, Spatz, jetzt wird geschaut, wo der Wind hingeht. Kein Wind, würde ich mal sagen. Jetzt schau zu, jetzt schau zu. Wow, schau mal, wie groß. Hier seht ihr es, übers Wasser. Das ist ein Wasserfall. Hier kann man Wind machen, dann fahren die Schiffe. Weiter geht's zu diesem See mit wackeliger Hängebrücke. Im Teich sind sogar Fische. Hier wären dann noch so riesige Kneippbecken, aber dafür ist es allerdings schon etwas kalt. Ja, geh, komm mit. Der Name Hexenwasser ist mehr als verdient, weil hier ist so gut wie alles mit Wasser. Auch dieser Baum schwebt natürlich im Wasser. Und auch hier hinten, direkt unter der Gondelbahn, ist einfach alles mit Wasserspielplätzen. Aber schon so gemacht, dass man auch einigermaßen trocken bleiben kann. Und die Treppenstufen. Dup. Dup. Und du, Spitze, schau mal, da hinten ist noch ganz viel. Auf diese Brücke sollte man wohl nur gehen, wenn es einem nichts ausmacht, nass zu werden, weil da spritzt immer ein bisschen Wasser hoch. Hier ist wirklich viel geboten. Schaffst du das schon ganz alleine? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Regenschirme. Aber es sieht beeindruckend aus. Also falls ihr wisst, wozu das hier so ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Unglaublich, es hört gar nicht mehr auf. Eine Pfütze an der anderen. Das ist natürlich ein echtes Paradies für die Kinder. Da kommt wieder ein Riesensteg. Ein Steg, Spatzi, da kannst du balancieren, ganz genau. Mama, willst du da raufgehen? Ah, da wird man im Sommer wahrscheinlich die Füße ins Wasser hängen können. Schaut euch das mal an. Wow, wahnsinnig schön. Hier gibt es wirklich viel zu erkunden. Alleine das hier. Ah, das hat der Kleine auch schon entdeckt. Nicht schlecht. Ein Aussichtspunkt da oben. Das ist der Aufruhr.
Wir sind im Hexenbaumhaus. Ich glaube, das hier wäre wirklich was, wo man mal unter der Woche im Sommer her sollte. Da füllt sich der Eimer und dann... Oh, hier kann man Karussell fahren und hier kann man Wasser pumpen und das läuft dann diese Rinne entlang. Das ist echt gut gemacht. Da ist so ein Riesenfuß, den muss man treten und dann kommt das Wasser hier die Rinne entlang gelaufen. Und der Kleine ist schon beim Weiterentdecken, weil der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Ich krieg dich! Hier kann man so ein Rad drehen, feste drehen, dann kommt das Wasser auch wieder in so eine Schnecke rein und rennt dann hier den ganzen Steg rüber. Die Blätter sind schon weggeschwommen. Gefühlt hat jede Wirtschaft irgendwie den eigenen Wasserspielplatz direkt mit dabei. Für meinen Geschmack fast ein bisschen viel Wasser, aber man musste wirklich aufpassen, dass die Kleinen halt nicht total nass werden. Im Sommer aber sicher genial. Oh, jetzt werden die Schuhe sicher gleich nass. Das klingt ja auch richtig cool. Na, so viel Hexenabenteuer. Ein bisschen ausruhen. Und was zum Essen. Hier geht's rauf zur Riesenrutsche. Und da gibt's auch einen netten Platz für die Eltern. Jetzt bist du dran. Okay. Was machen wir jetzt? Komm in! Weiter geht's jetzt auf den Gipfel der Hohen Salbe. Und hier sieht man mal alle Möglichkeiten zusammengefasst. Vom Pilzalmsee hier ganz drüben. Da gibt's schon ein eigenes Video von uns. Jetzt schauen wir eben noch zum Gipfel rauf. Und heute waren wir hier beim Hexenwasser in Hochsel. Ausblick hier oben am Gipfel von der Hohen Salbe mit der höchsten Kapelle Europas, glaube ich sogar, auf über 1800 Metern. Und hier gibt es auch einiges für die Kleinen, allerdings nicht für ganz Kleine. Also meiner ist so an der Grenze mit seinen 3 Jahren. Er hat Essen gekocht dafür. Essen. Ja, ich esse ja schon. Ham, 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 ham. So, jetzt mal Gipfelschwenk. Das ist Aussicht Richtung Wörgl. Das ist die Gondel von Itter. Die kennen wir auch vom Winter. Und hier kann man sich ganz nah an Wörgl ranzoomen. Da seht ihr sogar, wo ich wohne. Wow, man sieht das wirklich ziemlich gut. Ich darf da nur nicht so viel wackeln. Hier ist Ausblick Richtung Kuhstein. Die Gondel, mit der wir hochgekommen sind. Und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen rüber. Dann sieht man den wilden Kaiser. Aber hier jetzt nochmal der Spielplatz von der anderen Seite. Und hier diese Trampoline sind natürlich auch noch richtig cool. Das ist auch meiner. Genau, richtig von der Größe. So, hier jetzt eben wie gesagt nochmal Ausblick in Richtung Wilder Kaiser. Dann da hinten, das sind schon die Loferer Steinberge. Und davor natürlich auch ganz bekannt das Kitzbühler Horn. So, und jetzt haben wir nochmal Blick Richtung, ja, Kitzbühler Skigebiet eigentlich. Da der Gorsberg, dann dahinter Steinbergkogel und Pengelstein, Schwarzkogel, kleiner und großer Rettenstein und hier nach Westendorf. Dann den Spurschloss angekommen mit die Gondel und mit die Hochschleppe hat die alleine fahren. Ja, 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 ah! Die Rolltreppe meinst du? Ja. War das ja! Super? Hat dir Spaß gemacht? Ja. Und dann bist du auf den Riesen geklettert? Ja. Wir waren schon Spudeln unter Steine suchen und da war ein riesengroßer Stein. Aber boah, das war aber knapp, wenn ich keine Laufen habe. Da kein da. Aber wir waren da keiner.
Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Hast du viel erlebt? Ja. Und war die Aussicht toll? Ja. Und die Sonne war toll? Ja. Der Sandkasten? Ja. Sollen wir mal wieder hierher kommen? Ja. Sagst du noch Piedi? Piedi. Tschüss, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Willst du noch was erzählen? Piedi. Genug?